Guten Morgen, Freunde, damit wiederum herzlich willkommen zurück zum Landwirtschaftssimulator 15 im Forstprojekt auf den Kiffhäuser oder im Kiffhäuserwald mit dem Tino. Hi Leute! Und meiner Wenigkeit. Ja, erstmal eine ganz kurze Info von meiner Seite her und zwar, ich habe es hingekriegt, die Homepage ist aktuell. Also das heißt, einmal unten Videobeschreibung Homepage draufklicken und dann findet ihr dann unter Community und Projekte. Eben das Projekt Forst auf den Kiffhäuser oder auf der Kiffhäuser-Map. Dort findet ihr alle Download-Links, was für Mods wir haben, die Beschreibung, was für Mods wir haben und natürlich auch die Map. Nur das erstmal zur Info. Bei mir ebenfalls. Ich habe das bei Tino mit gleich drauf verlinkt, weil ja Schwachsinn ist, zweimal zu machen. Genau, ist dieselbe Homepage. Link geht auch da drauf und da findet ihr eben alle Mods und unsere Map, die wir spielen. Und wir machen mal weiter. Genau, ich war glaube ich hier stehen geblieben in diesem Teil, ne? Du warst beim Aufladen, ich habe gesägt in, keine Ahnung, 5 Meter, glaube ich. Ja, in 5 Meter. 5 Meter waren es, ja. Und war da in dem Sinne, glaube ich, durch. Kannst du mal irgendeinen Traktor anmachen, bei mir ist so still. Wie kriegst du dich an? Achso. Bei mir so eine Ruhe. Das ist, beängstigend. Vielleicht sollte ich auch ein bisschen Musik anmachen. Ich guck mal hier mal. Aber ich sag mal so, ihr könnt euch ja auch selbst Musik anmachen nebenbei, was ihr eben hören wollt. Treff ja nun auch nicht immer von jedem den Musikgeschmack. Obwohl mein Musikgeschmack eigentlich das Ultimum ist. Ach, ich habe ja eine Mischung aus Country, Jazz und Reggae. Passt schon. Nicht schlecht. So, wenn wir das dann fertig haben, da haben wir jetzt erstmal das hier alles weg. Wie viel Geld haben wir jetzt aktuell? Also immer noch 292.000. 292. Boah, Alter, ist das schwer. Ein Brocken, ey. Kann es sein, dass es Starkholz ist? Ich weiß es nicht. Das ist Starkholz hier, was ich gerade dran habe. Ah ja, siehst du, da haben wir doch schon mal einen Starkholzbogen gefunden, den ich irgendwo im Platz habe. Alter Schwede. Komm her. Ups, auch schon. Wo weiter? So. Und so. So. Okay, ich würde sagen, einer geht noch. Einer geht noch. Haben wir hier noch ein bisschen was? Nein, hier vorne haben wir noch ein bisschen die Abfälle. Hast du jetzt hier die anderen noch gesägt? Ja, die sind alle gesägt. Die sind alle gesägt? Ja, alle gesägt. Was soll denn das für eine Länge hier sein? Irgendwo ist ein Schnitt. Okay. Warte mal. Den ganz außen oder was? Ja. Na und den hier, ist da auch ein Schnitt? Wo ich gerade dran bin? Hier ist ein Schnitt. Da ist ein Schnitt, mal. Okay. Ja. Warte, ich probiere den mal. Ah, sieht man überhaupt nicht, ne? Nein. Oh. Stützen. So, nochmal Starkholz. Ich würde sagen, das laden wir erstmal jetzt hier drauf und dann haben wir erstmal voll das gute Stück. So. Das ist doch mal, was wollen wir uns leisten? Müssen wir mal durchschauen. Und lass los. Sehr schön. So, warte. Ich tue mich hier noch positionieren. So, kannst du losdüsen. Sieht auf jeden Fall lustig aus. Und ich gucke derweil mal im Shop, was es so Schönes gibt. Ja, was wollen wir uns kaufen? Ist die Frage, was wollen wir machen als nächstes? Das ist die Frage. Wir können uns... Wir machen mal ein was anderes. Und zwar, wir fahren mal zu dem anderen... Moment. Zu dem anderen Abladeplatz. Also jetzt fahren wir erstmal da runter zu dem Sägewerk. Und dann fahren wir mal oben links zu dem Sägewerk
und gucken mal, ob da ein Sägewerk von Maru steht. Mir hat nämlich jemand in die Kommentare, glaube ich, geschrieben, ich wage mich, oder ich glaube mich zu erinnern, dass da ein Sägewerk von Maru stehen soll. Da oben. Ist es da unten nicht übrigens? Von Maru? Also ich glaube, die sehen Ach, jetzt da stand nicht. ja, nee, warte mal, da stand eins, stimmt. Stimmt, die stehen ja schon dort. Stimmt natürlich. Ja, dann ist halt die Frage, ob wir die Sägewerke in Betrieb nehmen. Was haben wir jetzt noch für Wirtschaftszweig technisch? Das Sägewerk, dann können wir quasi Holzbretter herstellen. Die Holzbretter können wir dann wo Können wir dann in der verkaufen? Stadt verkaufen oder halt Hackschnitzel draus machen? Die Holzbretter. Nee, aus den Baumstämmen. Na, Hackschnitzel ist klar. Pellets können wir noch machen. Ja, das meine ich ja. Aus den Pellets, ja. Hackschnitzel-Pellets machen. Stimmt, da steht ja die Pelletverarbeitung steht ja da hinten auch schon. Und der Uwe hat mir geschrieben, dass das Sägewerk, was wir haben, auch ohne Dings funktionieren soll. Das war knapp. Ja, ohne Brennstoff. Ohne Brennstoff, weil hier siehst du ja, da liegt ja irgendwas drin. Deswegen würde ich einfach mal sagen, probieren wir das einfach mal aus. Ob denn das auch so wirklich so funktioniert. Da muss ich gerade mal hier gucken. Dann wird das hier ausgelagert. Hier kommen die Paletten raus. Ja, stimmt. Eigentlich, glaube, was rein soll, ist hier irgendwas reingelümmelt. Vor 2 Minuten. Was ist denn das? Schuhe. Ach so, für die. So, warte, dann schmeiße ich das jetzt mal hier rein. Aber es tut sich nichts, oder? Ja doch, guck doch. Was? Da liegen zwei Baumstämme. Wo? Na hier. Sehe ich nicht. Also, okay, doch, hier haben sich gerade zwei Baumstämme hingegeben und jetzt fängt es an mit Arbeit. Mir macht's gar nichts. Dann dauert es mit der Synchro ein bisschen. Moment. Mal kurz ein bisschen vorspulen. Und bei mir arbeitet. Ihr arbeitet? Bei mir arbeitet. Ja, lass mal drüben. Steht da dran hier. Baumstämme 12%, Hackschnitzel 2%, Bretter 8%. Deswegen haut drauf! Okay, also wenn es arbeitet, dann ist ja in Ordnung. Da fällt der Hackschnitzel raus. Kannst du. Hast du Speichern, hast du gedrückt? Achso, ja, das könnte ich nochmal machen. Wie viel Grad? Keine Ahnung. Kannst 4? du. Nee, nicht du, Jean. So. Alter, das ist hier mit der Maus, ey. Da musste hier. Gut, dass ich ein 40 cm großes Mauspad habe, ey. Da sind noch deine DPI-FCs, gell? Müsst ihr hier Nee. umstellen. Das CSGO wirst mit du auch 300 nicht. hier. Wenn ich auf CSGO stelle, dann bewegt sich das so einmal komplett übers Mauspad hier. Und das ist normal. Meine DPI 1500, glaube ich, DPI normal und 350 CSGO. Also, ne, für Forst habe ich extra noch eine Dings angelegt mit 6K. Dass das im Bild relativ schnell läuft, ja. Habe ich auch überlegt, ob ich das mache, aber naja. Ich vergesse es halt auch immer wieder. Aber wir sind ja trotzdem relativ zügig. Oh, Wollte ist ein gerade ganz sagen, dicker hier. das 30%. Oh, das hat jetzt gleich mal 5% aufgewählt. Na, ja. Das war Starkholz. So, was wir da jetzt prinzipiell am nächsten bräuchten, ist eigentlich ein Teleskoplader für die Paletten. Das bräuchten wir jetzt am nächsten, dass wir ja die Paletten wegschieben können. Später dann Dass man die dementsprechend Paletten eben. Ach so, mit Collector geht ja verkaufen nicht. können. Hier ist Stimmt. kein Collector drin. Ne? Ich weiß nicht, ob das funktionieren würde. Da bräuchten wir rein theoretisch Teleskoplader, den John Deere für 105k. Na, warte mal. Wir haben Kompaktlader. Oder der Kompaktlader. Der Volvo oder der JCB oder wir haben ja den Palettenlader auch drauf. Palettenlader. Ja. Wo? Moment. Wir haben doch einen extra drauf, wo man Paletten seitlich laden kann. Ne, dieser Hooptext, der ist deaktiviert.
Warum? Der war eigentlich nur für das Früchteprojekt damals da, den haben wir ja im anderen Forstprojekt ohne gebracht. Ja, aber der ist ja extra für die Paletten. Der ist eigentlich für diese Kisten da, nicht für die Paletten, für Aber den diese Kammerspreis haben wir Fruchtkisten. auch wieder nicht angepasst. Naja. Ne, der Hubtex, der Seitendings, das war der für die Boxen. Ich weiß nicht, ob du Kann das man den gar bei. nicht für Holz hier nehmen? Nee. Weiß ich jetzt nicht. Also ich habe ihn damals ja mit Clicky eigentlich für diese Boxen gehabt. Sprich, der kann diese Kisten, also diese Stahlkisten, wisst ihr, was ich meine, oder? Hm, ich weiß. Der konnte die anhängen. Ich würde sagen, kaufen wir den JCB für den JCB 320T erstmal. Ja, morgen. Einen richtigen Gabelstapler haben wir nicht drin, ne? Den haben wir leider nicht drin. So, dann den Zeigt auch an dem JCB. Sägewerk hier nichts an. Okay. Wenn ich hier hingehe. Was ist das für eine Rotze? Hier ist die. Warte mal, läuft hier bei dir Hackschnitzel aus? Nein. Hast du hier eine Palette? Nein. Also eine Palette steht hier, aber da passiert nichts. Naja, doch, die füllt sich langsam und langsam, aber es ist halt bei dir nicht animiert, wie es aussieht, du. Ja, auch die Info ist ja nicht da. Okay. Hier. Was mit dir hier dran gehst? Steht nichts da. Nein. Wer weiß. Aber es arbeitet. Das ist Hauptsache. Naja, es ist, vielleicht. Ich schau das nächste Woche auf den Server drauf, dann Weil passt es das kein aber. Dedicated ist, ja. So, na gut. Das läuft schon mal. Du holst den JCB. Ich schau den JCB. Viel Spaß beim Hochfahren. Danke. Ich fahre jetzt trotzdem mal zu dem anderen Sägewerk. Mal fix schauen, wie es da aussieht. Was wir da Schönes haben. Meines Erachtens nach genauso wie das unten auch. Ich glaube, dürfte dasselbe sein, ja. Ist aber ein Forstgebiet hier. Leck mich am Arsch, ey. Warte. Ach, der Shop ist ja direkt da unten. Das ist natürlich praktisch. Ist das eigentlich eine Vierfach? Kann sein von der Größe her, oder? Nicht mehr momentan, ach meine Güte. Nicht mehr momentan noch nicht so sicher. Nee, ich glaube nicht. Ab was, ab wann vierfach gilt und wann nicht? Nee, ist keine Vierfach. Wo die schon ziemlich groß ist. Huch, da ist kein Weg mehr. Naja, pff. Wie gesagt, der Modder hier von der Südhämmern hat ja gesagt, auf der Vierfach-Map, du brauchst 11 Minuten von oben links nach unten rechts. Ach so, ja. 11 Minuten Realtime. Also es ist schon nochmal eine Ecke größer. So. Dann werden wir mal den Preis noch von den Kameras anpassen. Er hat auch jemand geschrieben, dass der Kameras neu um die 400.000 kostet. Das ist natürlich. Weiß nicht, ob das jetzt richtig oder falsch ist, aber so teuer werden wir definitiv nicht machen, weil er ja, ist ja auch nicht neu, ne? Muss man ja auch Ja, noch sieht dazu sagen. definitiv nicht. So, und dann müssen wir mal gucken, für was wir den dann Schönes verwenden können. Der hat nämlich hinten die Wechselbrücke. Und das finde ich sehr, sehr geil. So, Handbremse rein. Und bam, weiter geht's. Ich habe so das Gefühl, das ist alles Starkholz, was hier steht. Kann das sein? Na, es sind zwar 80 Stück platziert irgendwie, aber nicht so dicht beieinander. Okay. Also ich habe wirklich mal zwei nebeneinander gesetzt, aber das weiß ich jetzt auch gerade nicht mehr. Wie gesagt, man hat es halt immer noch von oben gesehen. Bin da einfach nur diese ganzen Quadrate abgegangen, wo Bäume standen. Alter, der Schwede. Das Ding hat Mopsgeschwindigkeit, ja. Mopsgeschwindigkeit.
bin schon im zweiten bei 12 km/h. Hast du den Jazzy B gekauft oder den Volvo? Den Jazzy B, der hat auch diese Gangschaltung auch drin. Der hat er auch drin? Hm, wegen Dings, na, dieses löbe Dings hier, wie, ach, wie heißt's denn, Gott verdammt ich noch mal, Drive Control. Ach so. Hm. Oh, ich näher mich langsam. So, wir sind dann erstmal fertig. Wir sind erstmal fertig, sag ich ja. Naja, wäre zu schön gewesen, wenn wir es noch geschafft hätten. In dem Sinne, wir sehen uns dann morgen wieder, wenn ihr mögt. Das dann müssen da lassen. Nicht vergessen, Videobeschreibung abchecken. Wie gesagt, da steht nochmal unter wegmanus.de alle Mods, die euch auch downloaden könnt. Ist ja nichts privat. In dem Sinne, dann bis morgen, logischerweise. Ne? Tschüss.